hier mitmachen. Und wenn ihr nicht mitmacht, dann geht ihr unter. Ich bin überzeugt, sagt diese Person, London ist die Heimat des Antichristus. Ich denke nicht. Aber London ist der Kronensitz der Templer, der für den Antichristen aktiv ist. Und darum hat Al Gore seine Hedgefonds, sein Geld in London angesiedelt, statt in der USA. London ist Heimat der Druiden, der Vereinigten Großloge von England, der Theosophischen Gesellschaft, der Gesellschaft für Parapsychologie, die britische Eugenikgesellschaft, World Wildlife Fund, Hosenbandorden, Prince's Trust, Prince of Wales International, die sitzen alle da. Und dann auch noch die Gaia-Bewegung und Benjamin Grimm's Maitreya-Bewegung, alle sitzen sie in London. Ist interessant, ne? So ein okkultes Nest da. Jetzt kommen wir zu dem Endziel. Haben Sie eine Zeit gesetzt für das Endziel? Bitte, nicht sagen, ich setze Zeit. Ich zitiere nur geschichtliche Tatsachen. Ob das in den Rahmen reinpasst oder nicht, ist egal. Ob der Herr früher kommt oder später kommt, das ist egal. Aber Sie haben sich Ziele gesetzt. Und das Ziel ist 2050, hochrangige UN-Veranstaltung am 25. September dieses letzten Jahres, 2008. Weltführer wollen unbedingt extreme Armut beenden und die Millennium-Endziele müssen erreicht werden bis 2015. Also brauchen Tempo, Tempo. Führer von Wirtschaft, Stiftungen, Aktivisten verkündigen Initiative und Mobilisierung zur Erreichung des Millenniums Entwicklungsziele. Jetzt bitte ran. Dazu haben wir da in Brasilien schon angefangen mit der Gaia-Hypothese, eine Initiation, die bei der UNO dann eingetragen wurde. Laut John Verne war es James Lovelock, der die Gaia-Hypothese formulierte. Erdanbetung, wir haben es ja schon gesehen, invertiert 1. Mose 1 und dann setzt es den Mensch auf die gleiche Stufe wie Pflanzen und so weiter. Also er ist nicht mehr derjenige, der herrscht, sondern er wird beherrscht. Jede Religion, die 1. Mose ins Gegenteil verkehrt, ist heidnisch, sagt sie. Und wir haben eine globale Regierungsgewalt einer Partnerschaft zwischen Industrie, Privatsektor und Regierungsfaschismus. Das funktioniert so wunderbar. Sie kommen in eine Umgebung und sagen, komm, wir bauen eine neue Straße. Komm, wir nehmen die Leute, die da wohnen und sagen, komm, wir bauen euch eine neue Straße. Wir machen das eine Zollstraße. Da dürft ihr zahlen, um drauf rumzufahren. Und dann wir basteln das, die Regierung und die Industrie arbeiten zusammen, bauen diese Straße, stellen die Hecken auf und jetzt darf man zahlen. Also was ist der Beitrag für die Gemeinschaft? Sie dürfen zahlen. Wo sie früher umsonst fuhren, dürfen sie jetzt zahlen. Und das ist natürlich eine Entwicklung. Und so wird alles getan. Und wir brauchen neue Kläranlagen. Denn das funktioniert alles nicht so gut. Also der Staat sagt, macht ihr das bitte und dann zugunsten der Gemeinschaft. Toll! Und dann darf die Gemeinschaft was dafür beitragen? Was ist ihr Anteil daran? Sie darf mehr zahlen, um den Genuss eines wenigeren Geruchs zu haben. So funktioniert das dann in dem ganzen System. Also Privatsektor und Regierung zusammen, dann haben wir Faschismus. Konferenz der Vereinigten Nationen über Umwelt und Entwicklung, UNCED, wahrscheinlich die wichtigste Versammlung. Die UNCED, auch Weltgipfel genannt, offenbarte den Wandel von der judäo-christlichen Weltanschauung hin zur Gaia-Hypothese. Und das wurde festgelegt in dem Aktionsprogramm Agenda 21 und dann natürlich auch globale Standortsbestimmung, ähnliches zweites Dokument über 1100 Seiten und das soll Weltgesetz werden. Das UNCED-Prinzip der nachhaltigen Entwicklung degradiert den Menschen auf die Ebene der Tiere und der Pflanzenwelt. So schreibt Jones Verne. Und dieser Prozess ist hier in der Welt am Gange. Also wir brauchen nachhaltige Entwicklung.
Was ist das? Nachhaltige Entwicklung stillt die Bedürfnisse der Gegenwart, ohne zukünftige Generationen darin einzuschränken, ihre eigenen Bedürfnisse zu stillen. Zwei Prinzipien. Erste Priorität haben die Bedürfnisse der Ärmsten der Welt. Und zweite, technisch begrenzte Beanspruchung der Umwelt in ihrer Fähigkeit, den Bedarf von heute und morgen zu decken. Also jetzt gibt es Gesetze und Satzungen, die jeden Aspekt des Lebens beeinträchtigen. In jedem Fall darf nachhaltige Entwicklung die natürlichen Lebenssysteme der Erde nicht gefährden. Luft, Wasser, Land, Lebewesen, alles wird jetzt geschützt. Hört sich toll an. Gott hat wen gestellt über die Erde? Den Menschen. Jetzt wird die Erde diktieren, was der Mensch machen darf. Und wer wird entschließen, was die Erde diktiert? Die Prinzen werden das tun. Und der Papst, der hat gesagt, wenn ihr das nicht mitmacht, der Zeitrahmen ist sehr interessant, dann ist es eine neue Todsünde. Richtig? Hat er nicht neue Todsünden angekündigt? Wenn ihr nicht mitmacht, ist das eine neue Todsünde. Eine neue Weltanschauung über Werte, Industrie und Regierung. Die Agenda 21 errichtet die globale Infrastruktur zum Verwalten, Zählen, Beherrschen aller weltweiten Werte. Wiesen, Weisen, Äcker, Meere, Binnenwasserwege, Marineumwelt, Meeresleben, Städte, Häuser, Abwasser, Abfälle, Produktionsmethoden, Luftverschmutzen, Biotechnik, alles wird beherrscht. Jetzt, ich habe in Südafrika eine kleine Farm. Und wir sind dabei, beim Rechtsanwalt das aufzuteilen. Das ist, es ist zum Lachen. Ich lache mich kaputt, was da alles vor sich geht und was da abläuft. Was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Das ist so witzig, da fällt man direkt um. Aber die sind voll ernst. Und wenn du nicht mitmachst, ins Gefängnis. Die Verwaltung, Erfassung und Steuerung geschieht dank technischem Fortschritt durch Computer und Satelliten. Eins, Konvention zur biologischen Vielfalt, praktische Umsetzung vom Holismus, Konvention zur Wüstenbildung, Konvention zum Klimawandel und. Alles wird geregelt. Erdcharter. Also wir haben ein neues Charter. Es ist eine Erklärung der Grundprinzipien für eine gerechte, nachhaltige und friedliche Weltgesellschaft im 21. Jahrhundert. Also diese Prinzen sind echt nachhaltig engagiert. Sie wurde den Weltbürgern, von den Weltbürgern verfasst. Das ist ihre eigene Webpage. Ne? Ich mache das jetzt nicht hier aus meinem Kopf raus. Verfasst und wird von tausenden Organisationen und Institutionen unterstützt. Sie ist mehr als nur ein Aufruf zum Handel, sie ist eine treibende Kraft für den Wandel auf der ganzen Welt. Ihre eigene Webpage, was sagen die großen Tiere dazu? Sie haben die ganze Welt in der Hand. Wer anders trägt so eine kleine Kugel immer? Der Papst. Maurice Strong. Das war der Generalsekretär bei der historischen UN-Erdkonferenz 1992 in Rio. Da war Prinz Charles, da war Prinz Gore und wahrscheinlich eine ganze andere Reihe Prinze. Das wahre Ziel, hat er gesagt, Maurice Strong, der Erdcharter ist letztlich, dass sie die neuen 10 Gebote wird. Und was hat Gorbatschow dazu gesagt? Da ist es. Gorbatschow, den 97, sagt, tu der Umwelt anderer nicht an, was du deiner Umwelt nicht antun würdest. Ich hoffe, dass dieses Charter eine Art 10 Gebote wird, eine Bergpredigt, die das menschliche Verhalten gegenüber der Umwelt im nächsten Jahrhundert lenkt. Jetzt ist es eine Religion, ja oder nein? Es ist eine ersetzende Religion. Maurice Strong spielt auf die offenkundige heidnische Agenda der geplanten Erdcharta an. Als er in seiner Eröffnungsrede vor den Delegierten der Konferenz in Rio sagte, jeder Mensch hat heute die Verantwortung, zwischen der Macht der Finsternis und der Macht des Lichtes zu wählen. Ganz eindeutig, Licht
Luzifer, Lux, so wie Blavatsky sagte, und das alte judäisch-christliche System, separatistisch, das ist Dunkelheit. Und dann geht er weiter. Die Macht des Lichts ist ihrer Ansicht nach die integrierende New Age-Lehre eines heidnisch-pantheistischen neuer Weltreligion. Und darum müssen die Prinzen alles integrieren. Sie müssen bedichtisch sein, sie müssen muslimisch sein, sie müssen christlich sein und sie müssen jüdisch sein, sie müssen alles sein. Und dann sagt Morris Strong, wir brauchen daher eine andere Einstellung, das ist sein Vortrag bei diesem großen Ereignis. Eine andere Einstellung und neuen Respekt für die